Das sind die Schuhe, mit denen ich 2016 den Frankfurt-Marathon gelaufen bin. Und das hier ist die Uhr, die mich motivieren soll, wieder in Form zu kommen. Wie und warum? Bleibt dran, dann erzähle ich es euch. Hallo und willkommen bei Watch Maxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Silvester ist rum, das neue Jahr hat begonnen und der Rucksack ist vollgepackt mit guten Vorsätzen. Ja, so auch bei mir. Ich habe mir vorgenommen, wieder das Laufen anzufangen und wenn irgend möglich bis Ende des Jahres zumindest so weit in Form zu sein, dass ich 15, vielleicht auch 20 Kilometer wieder ohne große Probleme und vor allen Dingen schmerzfrei laufen kann. Und dafür habe ich mir einen kleinen Helfer ausgesucht, und zwar die Polar M430. Ich finde diese Uhr aus unterschiedlichen Gründen sehr gut. Sie trägt sich gut am Arm, sie ist nicht allzu schwer, sie hat eine Beleuchtung, ein großes Ziffernblatt, was mir sehr entgegenkommt, wenn ich ohne Lesebrille laufe. Sie ist zumindest so weit wasserdicht, dass ich damit schwimmen kann. Sie hat eine GPS-Funktion, das heißt, ich sehe Geschwindigkeit, der Weg wird aufgezeichnet und beim Radfahren wird auch das Tempo, die Geschwindigkeit richtig angezeigt, ohne dass ich einen Tacho ans Rad anbauen muss. Und zu alledem hat sie eine für meinen Geschmack sehr gute Integration in eine Handy-App und ein Computerprogramm. Letzteres, also die Web-Oberfläche, werde ich euch zeigen, sowie einige Funktionen der Uhr. Und meine Wette gilt, Ende des Jahres will ich 15, vielleicht sogar 20 Kilometer ohne große Probleme und vor allen Dingen ohne große Schmerzen laufen. Naja, ich werde euch auf dem Laufenden halten und Ende des Jahres sagen, was draus geworden ist. Jetzt aber wollen wir uns die Uhr doch einmal genauer ansehen. So, das ist also die Uhr, wie sie nach einer langen, tiefen Entladung aussieht. Ich mache das Ganze ohne Handschuhe, weil ich sonst die kleinen Knöpfe nicht so gut bedienen kann und werde die Uhr jetzt einmal einrichten. Also zunächst einmal, hier sind drei Knöpfe, da sind zwei. Die unterschiedlichen Funktionen zeige ich euch im Laufe des Videos. Zunächst einmal den mittleren zur Auswahl. Hiermit könnte ich entsprechend ein Sportprogramm auswählen, was ich aber nicht möchte, deswegen gehe ich zurück. Ich habe mich heute noch gar nicht bewegt, mein Tagebuch und jetzt werden die Eingaben gemacht, meine Benutzerangaben, das ist noch alles da. Jo, das stimmt auch nicht mehr. Ich sage aber nicht in welche Richtung. Die Größe passt einigermaßen, das Geburtsdatum auch. Trainingspensum, ja, als ich noch regelmäßig trainiert habe, habe ich in der Tat oft trainiert. Maximale Herzfrequenz habe ich auch entsprechend ausgemessen. Insofern kann das alles so bleiben, wie es ist. Allgemeine Einstellungen, kontinuierliche Herzfrequenzmessung. Hier könnte ich also im Prinzip die Herzfrequenzmessung, die über einen Pulssensor am Handgelenk erfolgt, mit fünf Sensoren, was zum einen vergleichsweise genau ist und auch relativ schnell geht. Der Puls wird also relativ schnell erkannt. Ich habe nur eine halbe bis maximal 2 Sekunden Versatz zu einem Brustgurt gemerkt und das reicht mir für meine Verhältnisse vollkommen aus. Koppeln, synchronisieren. Hiermit kann also die Uhr mit dem Handy gekoppelt werden und auch synchronisiert werden. Das Gute ist, dass mittlerweile auch Software-Updates der Uhr über das Handy erfolgen können, sodass nicht mehr ein Anschluss an einen PC notwendig ist. Mir ist so etwas ausgesprochen sympathisch. Flugmodus gibt es an der Uhr, eine Tastensperre, Smart Notifications, das habe ich ausgestellt. Hier könnte ich theoretisch eingehende E-Mails, SMS oder sonst was anzeigen lassen. Das ist für mich ziemliche Spielerei. Inaktivitätsalarm. Den stelle ich einmal aus, weil ich die Uhr nicht als Fitness-Tracker, sondern wirklich nur als Trainingsuhr tragen möchte. Maßeinheiten metrisch, Sprache Deutsch, Farbe Trainingsansicht dunkel, ist vielleicht nicht ganz so gut ablesbar, dafür spart es etwas
an Batterie, was mir sehr wichtig ist, denn mit GPS und vollem Training inklusive Pulsmessung hält die Uhr 4,5, vielleicht 5 Stunden durch, was bei einem langen Ausdauertraining schon mal an die Grenzen gehen kann. So, hiermit wäre dann die Uhr im Prinzip schon eingestellt, wenn man das alles durchgespielt hat. Nochmal kurz gucken. Eingaben, Fitnesstest. Ach ja, das habe ich vergessen zu sagen. Man kann tatsächlich auch einen Fitnesstest machen. Ich würde die absolute Aussage nicht allzu hoch aufhängen, ebenso wenig wie der Running Index, der ermittelt werden kann über die Uhr. Ich zeige euch das nachher im Programm auch nochmal. Aber in der Relation, also dass man sieht, wie man sich selber steigert, da halte ich das dann schon für aussagekräftig. Man sieht, ja, ich bin besser geworden, der Wert ist besser geworden, mein Training hat also etwas gebracht. Und das finde ich ganz gut. Über die absolute Aussagekraft, da enthalte ich mich mal und schweige höflich. Ein Timer. Hier kann ich also tatsächlich auch einen Countdown-Timer einstellen, beziehungsweise in der Timer-Funktion kann ich auch ein Intervalltraining einstellen, das heißt ein bestimmtes Zeitintervall, um einen Puls oder ein Tempo zu laufen, mit einer entsprechenden anschließenden Ruhephase und das beliebig oft wiederholen. Favoriten, hier kann ich bestimmte Trainingspläne und Trainingsabläufe hinterlegen und die dann entsprechend abrufen. Meine Herzfrequenz, ich könnte es jetzt anlegen und er würde konkret aktuell, auch ohne dass ich ein Training messe, meine Herzfrequenz anzeigen. Ja, das sind so die Grundfunktionen der Uhr. Ihr seht, ich habe die Uhr jetzt nicht gestellt, das mache ich dann bei Gelegenheit. Was ich aber auf jeden Fall mal machen möchte, ist euch zeigen, was zum Beispiel beim Laufen an Sportprofilen möglich ist. Jetzt habe ich durch den Druck das Training gestartet und ja, jetzt sagt er mir, ich soll mich nicht bewegen, damit das GPS-Signal gefunden wird. Das geht übrigens auch sehr schnell. Ich brauche dafür in der Regel nur 30, 40 Sekunden und dann habe ich im Freien ein GPS-Signal gefunden. Hier sitze ich jetzt in meinem Arbeitszimmer, da die Rollos sind runter und insofern vermute ich mal, dass er gar kein GPS-Signal findet. Das ist meine Standardansicht, die Herzfrequenz und das Tempo, was ich laufe in Minuten pro Kilometer. Aber auch das lässt sich einstellen. Ich zeige euch das noch. Diese Trainingsansichten, die ihr hier seht, sind übrigens auch frei konfigurierbar, sowohl über die Handy-App als auch über die Web-Oberfläche. Ihr seht, dass die Uhr auch halbwegs intelligent ist, denn sie sagt auch, wie viel Zeit der Akku noch zur Verfügung stellt, um die aktuelle Trainingseinheit fortzuführen. Beim Laufen habe ich relativ wenig Trainingsansichten, einmal Herzfrequenz und Tempo, einmal die gelaufene Distanz und die Dauer. Dann die Uhrzeit, die für mich aber nicht ganz so wichtig ist, weil ich die Pulsuhr grundsätzlich rechts trage und links noch eine Casio G-Shock mit großem Display habe für Stoppzeiten oder für die Zeit als solche. Suche Startpunkt, das ist eine sehr, sehr nützliche Funktion für mich. Back to Start bedeutet, die Uhr merkt sich, von wo ich losgelaufen oder losgefahren bin und zeigt mit einem Richtungspfeil an, in welche Richtung ich mich bewegen müsste, wollte ich zurück zum Start. Ich habe jetzt gerade einmal kurz gestoppt und durch längeres Drücken beende ich die Trainingseinheit. Er fragt mich jetzt, ob ich diese kurze Einheit überhaupt speichern möchte, ob das Sinn macht. Und es macht natürlich keinen Sinn. Insofern beende ich das an dieser Stelle. Ich zeige es euch noch kurz am Arm. Wie gesagt, diese Uhr motiviert mich. Ja, ist schon ein ziemlicher Brummer. Ich würde sie so im Alltag nicht unbedingt tragen. Aber zum Laufen ist sie eben entsprechend gut, weil sie groß genug ist und ich alles wirklich ohne Brille problemlos ablesen kann. Tja, warum motiviert mich jetzt eine solche Uhr?
Das ist relativ einfach. Ich mag Stillstand nicht so gerne und mag sehr gerne, wenn ich Fortschritt sehe, wenn ich sehe, was ich getan habe und wenn ich sehe, wie ich besser geworden bin und wenn ich sehe, wie sich Sachen positiv für mich entwickelt haben. Und dabei hilft diese Uhr ungemein, denn sowohl was den Running Index betrifft, als auch die Zeiten, als auch ein geringerer Puls bei gleicher Belastung, alles das zeigt mir die Uhr in der App und der Weboberfläche an. Und das ist für mich extrem motivierend. Aus diesem Grunde ist diese Uhr hier tatsächlich mein Fitnesshelfer. Nicht nur eine Fitnessuhr, sondern wirklich ein Helfer und ein Motivator, der mir hilft, bei der Stange zu bleiben. Sie hilft natürlich nicht dabei, sich umzuziehen und zum allerersten Mal loszulaufen, aber auf die Dauer ist es für mich wirklich sehr, sehr hilfreich. Was ich persönlich ausgesprochen gut finde, ist die umfangreiche Auswahl an möglichen Sportprofilen, die sich sowohl in der Internetoberfläche als auch an der Handy-App einrichten lassen und dann entweder über ein Kabel und den Rechner oder aber über Bluetooth und das Handy und die App synchronisieren lassen, sodass diese Profile dann auch auf der Uhr zur Verfügung stehen. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht probiert, wie viele Profile sich tatsächlich mit der Uhr synchronisieren lassen, aber ich bin an keine Grenze gestoßen und habe alles auf meiner Uhr, was ich dort haben wollte. Die einzelnen Sportprofile lassen sich sehr, sehr individuell einstellen. Ich zeige das einmal am Beispiel des Profils Laufen. So, jetzt wird das Profil Laufen geöffnet und hinter jeder der Überschriften verstecken sich verschiedene Einstellungen. Neben vielen individuellen Einstellungen, die man vornehmen kann, sowohl was die Herzfrequenzzonen betrifft, als auch die automatischen Runden und andere Sachen, ist eine der Hauptteile in dieser Einstellung die Möglichkeit, Trainingsansichten zu definieren, also das, was man auf der Uhr dann tatsächlich sieht. Wie man hier sehen kann, sieht man genau die Bilder, die ich eben live an der Uhr gezeigt habe, in der Weboberfläche. Man kann auch entsprechende Trainingsansichten hinzufügen und neu definieren, sodass man einen sehr, sehr detaillierten Blick auf sein Training hat, während man unterwegs ist und auch nachdem man zu Hause die Trainingseinheit mit dem Rechner oder der Handy-App abgeglichen hat. An dieser Stelle möchte ich nur einen kurzen Überblick geben über das, was man theoretisch einstellen kann. Schaut euch einfach einmal die Möglichkeiten an Höhe, Belastung, Aufstieg pro Runde, Herzfrequenz, Kalorien, maximale Herzfrequenz in einer Runde, Durchschnittswerte, Zeit in einer Herzfrequenzzone, die Distanz, Distanz der letzten Runde, Rundendistanz, automatische Rundendistanz bei der Geschwindigkeit, Stundenkilometer, Minute pro Kilometer. Durchschnittsgeschwindigkeiten, eine automatische Messung der maximalen Geschwindigkeit pro Runde und Einheit und so weiter und so fort. Extrem detailliert und mir eigentlich schon fast zu viel. Tja, das war ein zugegebenermaßen relativ kurzer und knapper Überblick über meinen Motivator. Eine andere Uhr, ein anderes Video. Trotzdem könnt ihr gerne ein Abo da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und euch auf meine nächsten Videos freuen. Das nächste Video wird wieder eine klassische Uhr und nicht so etwas Exotisches im Bereich der Uhrensammler. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dahin, euer Watchmaxim.